Überwinde deine Grenzen, sei kreativ und hab keine Angst vor dem Neuen oder dem Schlagwort Design Thinking. Ist das aus Amerika auch schon längst hier nach Potsdam gekommen und zwar genau ins Hasso-Plattner-Institut. Und den Gründer Hasso Plattner, den habe ich hier auf dem DECON-Festival getroffen. Sie haben gesagt, in wenigen Sekunden muss man das alles erklären können. Was ist Design Thinking für unsere Zuschauer? Also das ist eine Methode, die fußt auf gesunden Menschenverstand, Erfahrungen, die wir machen in unserem Leben, wenn wir 4 oder 5 oder 6 Jahre alt sind und wir mit offenen Augen in die Welt gucken, mit jedem reden können und über alles nachdenken können und innovative Ideen haben und keiner daran hindert, die auszuleben. Also es ist eine Methodik, dass heterogene Gruppen über Themen nachdenken können, innovative Themen nachdenken können, aller Art. Das können Produkte sein, das können Prozesse sein. Und dabei davon profitieren, dass die verschiedenen Beteiligten verschiedene Ideen haben, dass sie sich zum, wenn es userzentrisch ist, dass sie bestimmten Regeln folgen, zum Beispiel tatsächlich dann mit Menschen zusammenzuarbeiten, sie zu befragen, festzustellen, was eigentlich deren Wünsche sind und nicht sich vorzustellen, was die Wünsche sein könnten. Und auch über die Grenzen hinaus denken. Und über die Grenzen hinaus denken, alle möglichen Sachen, die eigentlich der gesunde Menschenverstand so uns vorgibt und trotzdem tun wir immer wieder dagegen verstoßen. Also zum Beispiel, dass man zumindest in einem Projekt eine gewisse Zeit lang frei von Restriktionen drüber nachdenkt, wie das Projekt zu lösen sei und nicht gleich mit den Restriktionen, Constraints im Englischen, beginnt, dass man eben in der Gruppe eine gewisse Spannung aufbaut, eine Passion aufbaut, eine Energie aufbaut und dann auch eben sich, so wie ein Schauspieler sich in die Rolle hineinversetzen muss, müssen sich Leute, die was erfinden wollen, in die Benutzer davon hineinversetzen, was die wirklich wollen. Die müssen das empfinden und sich nicht nur vorstellen. Und die Welt hat sich ja nur in den letzten 20 Jahren stark verändert. Wir können weltweit kollaborieren übers Internet. Wir können ganz anders zusammenarbeiten. Also diese Zusammenarbeit in Gruppen ist ja nun weltweit soziale Netze und so weiter ganz populär. Und insofern ist jetzt auch dieses Design Thinking, was auf schnellem Iterieren beruht von prototypischen Ideen, die wieder dann mit den eigentlichen Benutzern zu diskutieren sind, auf einem sehr erfolgreichen Weg, hat angefangen in Amerika, dort schon in mehreren Stellen. Ich habe das hier nach Potsdam gebracht. Inzwischen, gerade eben hatte ich ein Gespräch mit jemand von Istanbul, von der Universität dort, ob man das dort nicht auch ansiedeln könnte. Wir haben einen Ableger in China, wir haben einen Ableger in Russland. Ehemalige Schüler hier haben es nach Moskau gebracht. Also das ist eine ziemlich weltweite Bewegung. Jetzt zeigt auch 600 Leute hier, nicht? Das ist 5 Jahre alt, also eine relativ junge Disziplin, gibt noch keinen akademischen Grad. Aber junge Leute lernen, das hat John Hennessy von der Stanford University gesagt, sie lernen, sich selbst zuzutrauen, etwas zu erfinden. Und das ist eine ganz tolle Sache, wenn das junge Leute können. Wir haben jetzt gerade, ich habe davon geredet, dass das auch die schon Erwachsenen und Älteren noch mal lernen müssen. Wir müssen mehr kollaborativ auch beim Design von Firmenprozessen zusammenarbeiten. Und da können wir viel hiervon übernehmen. Noch ganz kurz, ist Deutschland schon Design Thinking fähig? Weil hier dauert manches ein bisschen länger immer. Ja, ich war da erst skeptisch und habe vorhin ein paar Journalisten gesagt, also es gibt viele Sachen in Deutschland, die da ein bisschen dagegen sprechen. Stimmt aber nicht, denn wir haben einen ganz großen Zuspruch hier von Firmen, die die Zusammenarbeit mit den Studenten nutzen, und um auf neue Projektideen zu kommen und Produktideen zu kommen. Das funktioniert eigentlich sehr gut. Ich habe da vielleicht zu negativ mich geäußert. Natürlich sind die Amerikaner in ihrer Begeisterungsfähigkeit etwas schneller, und die Chinesen sind sowieso immer schneller, weil sie die Amerikaner kopieren und überholen wollen. Also, aber ich glaube, das ist unabhängig. Nein, ich glaube, das ist unabhängig von den Kulturen.
die Leute sind hier genauso hungrig, was richtig zu machen und Erfolg zu haben. Und wenn sie sehen, dass man mit etwas Erfolg haben kann, dann nehmen wir das auch auf. Das stimmt. Vielen Dank, Herr Plattner.